Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing an diesem wunderschönen wolkigen Tag. Ist ein bisschen wolkig der Tag. Steck doch mal hier das weg. So, wir wollen doch den Bäumen keine Angst machen, die sollen doch jetzt nicht gleich gefällt werden. Darum kümmere ich mich offscreen ein bisschen, dass ein paar Bäume gefällt werden und pflanze sie dann sinnvoll an. Ich verkaufe dann quasi nicht gleich das Obst, sondern nur die Kirschen, die werden alle komplett gefällt und dann auch nicht nachgepflanzt. Da kommen dann erstmal ins A-Kirschen hin. Das ist zumindest der Plan. Jacques wollte unbedingt ein Blockhaussessel haben. Hier die ganzen Tannen. Dann machen wir hier so eine kleine Tannengruppe hin. Das sieht doch hübsch aus. Einpflanzen. So. Und wir haben doch jetzt auch genügend Geld für eine Verordnung. Ich habe noch gar nicht angeguckt, was es für Verordnungen gibt, Mann, was wir alles noch machen können. So viel, jeden Tag immer irgendwas Neues. Hallo Melinda. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Was kann ich für dich tun? Stadtverordnungen. Gut, kommen wir zu den Verordnungen. Zurzeit sind in Pilzhof keine Verordnungen in Kraft. Möchtest du daran etwas ändern? Eine Verordnung zu erlassen kostet 20.000 Sternis Bearbeitungsgebühr. Teuer, aber ja, machen wir das. Also gut, was für eine Stadt willst du aus Pilzdorf machen? Saubere Stadt, Frühaufsteherstadt, Nachteulenstadt, reiche Stadt. Eine saubere Stadt soll sie sein. Eine tolle Idee, Frau Bürgermeisterin. Ich sehe es schon vor mir. Eine Stadt ohne Unkraut, in der Bäume ewig leben. Oh ja, und keine Abfälle oder Kakerlaken. Das ist genau deine Vorstellung von Pilzdorf, stimmt's? Ja, klar. Wunderbar. Möchtest du dann die Sauberkeitsverordnung erlassen? Jawohl. Dann ist das offiziell. Die Verordnung tritt morgen früh in Kraft. Ich werde alle Einwohner darüber informieren. Kann ich noch etwas anderes helfen? Kann ich noch bei etwas anderem behilflich sein? Vielleicht später. In Ordnung. Wenn ich dir in Zukunft mit irgendetwas behilflich sein kann, frag einfach. Das ist so süß und gemütlich hier. Ich wünschte, ich könnte mein Haus auch so einrichten mit so verschiedenen Tischen und allem drum und dran. Gibt es auch so Tische, die man so aneinander stellen kann? Ich hätte gerne mal einen richtigen, vernünftigen Tisch. Bis jetzt haben wir immer nur so hässliche Dinger bekommen. Die waren voll hässlich. Wollt ich alle nicht haben. La, la, la. Keine neuen Nachrichten? Gut. Schlachtplan für den heutigen Tag. Wäre fast geneigt, zur Insel zu reisen. Ja, wir könnten mal wieder zur Insel reisen, aber da hätte ich ganz gerne ein cooles Outfit für. Mal gucken, ob ich auf Tumblr was Passendes finde. Und zwar Animal Crossing New Leaf. QR und dann schauen wir mal, ob es so Safari-Outfits gibt. Ja, der hat gerne Safari-Outfit. Ist mir Safari angegeben. Aber irgendwie ist das alles nicht das, was ich mir irgendwie so vorstelle. Soll ja was Sportliches sein. Gehe ich nochmal auf Tumblr nebenbei gucken. Sonst müssen wir uns was Eigenes gestalten, aber da bin ich schlecht drin. Sehr schlecht. Oh Gott, da gibt es wieder so viele neue Sachen. Das ist süß. Okay, das möchte ich haben. Das passt auch zu dem Hut ganz gut. Und wenn man unterwegs ist und überhaupt, wenn man, zack. Wenn man sich, künstlerisch betätigen will und so. Das ist süß. Das finde ich gut. Ihr werdet das gleich sehen. Hi, Tina. Alles ausverkauft hier. Wer war das wohl? Das war wohl ich. Hi, Sina. Oh, Honey. Willkommen. Wenn du die Maschine benutzt, sag einfach Bescheid. Ja, bitte. Das Ding benutzen? Nur zu. Was genau möchtest du denn tun? Ich möchte einen QR-Code lesen. Du möchtest den QR-Code deines Designs lesen, das jemand anders erstellt hat? Dabei wird eins von deinen aktuellen Designs überschrieben. Ist das in Ordnung? Ja, ja, klar. Gar kein Problem. Und dann speichern wir das Ganze tatsächlich über mein Pipi. Oh, da haben wir wieder meine Star Wars-Tastatur. Ja, das ist tatsächlich eine Star Wars-Tastatur. Und zwar eine Razer Star Wars Tastatur, die gab es mal in einer limitierten Edition. Da sind auch die original Star Wars Symbole mit drauf, was ziemlich cool ist, auch wenn hier kein Star Wars Bild mehr drauf ist. Hier, da, zweiter Bildschirm. Ja, gut.
Der ist aber ein bisschen schwammig. Bist du dir sicher, dass du den lesen kannst? Aha. Mhm, der ist auch ein bisschen verwackelt. Wow, das ging arg schnell. Aber das hat alles geklappt. Ja, das möchte ich speichern. Das finde ich nämlich voll süß. Scheint ja gut geklappt zu haben. Du kannst dich jederzeit wieder benutzen, die Nähmaschine und so. Weiß Bescheid. Tragen. Oh, ich finde, das sieht voll süß aus. Wir sehen jetzt aus wie so richtige kleine Abenteurer. Und Künstler. Und überhaupt. Danke. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Mein Pipi-Shirt steht ja da noch im Shop. Palim, palim. Vögel! Die Schuhe sind vielleicht nicht so das Richtige für einen Strandspaziergang, aber ich ist in Ordnung. Aber wir waren schon lange nicht mehr am Strand. So müssen wir noch Jacques finden. Ich hätte das Megafon mitnehmen sollen. Mischka, hast du Jacques gesehen? Fröschchen, mein kleiner französischer Freund, hier ist Barry. Was ist hier schon wieder los? Ach, unser Jacques hat schon wieder Flöhe. Na, bonjour. Ich hoffe, du hast genug Kohlenhydrate und Protein. Trinkst dabei. Juck, juck. Was kann ich für dich tun? Juck, juck, ja, es kratzt ihn. Was sagst du dazu? Und zwar habe ich für dich einen Blockhaussessel. Tada! Oh, ein Blockhaussessel. Du bist Weltklasse Sportsfreundin. Da krieg ich den Ehrenplatz, sobald ich dabei daheim bin, meine ich natürlich. Klasse. Dafür hast du dir was verdient. Hier, bitteschön. Ein Teppich mit Flöhen drin. Dieser Pünktchenteppich gehört ab sofort dir, Anni. Danke für die Hilfe. Wir haben den Pünktchenteppich für unsere Pünktchenmöbel. Wuhu. Cool. Nice. Awesome. Cool, nice und awesome. Jetzt gehen wir noch nach Hause und räumen die Taschen leer, weil wir bei der Insel ja sowieso alles ausleihen müssen, was wir brauchen. Spenden Sie mal! Spenden Sie doch endlich mal! Warum spenden Sie denn nicht? Spenden Sie was? Das ist gemein! Sorry! Aber keine Zeit und keine Lust. Ja, ich bin gemein. Die möchte ich mir jetzt wenigstens angucken. Wow, cool. Der ist ja dann in Gelb. Das ist aber ein cooler Kontrast denn dazu. Okay. Dann legen wir dich, aber auch, habe ich hier nicht die Pünktchensachen? Genau, das war der Antikboden, Pünktchenboden. So, das kann dann quasi nämlich alles hier weg. Wenn wir jetzt noch einen kleinen Inselausflug machen. Tschüss aus. So still hier drin. Ich will endlich auch eigene Musik in meinem Haus haben. Ich frage mich nur, wie man in die Musik kommt. Nicht in die Kommentare schreiben. Ich finde es bestimmt noch selber raus. Viele Dinge passieren ja von ganz alleine im Spiel und werden einem auch Stück für Stück erklärt. Oh, hier sind wieder so viele Bananen. Sön. Huch. Oh Gott, nein. Wir müssen ja wieder mit ihm hier reden. Oh, willst du zum Online-Ufer übersetzen? Das macht dann 1000 Sternis hin und zurück und sexuelle Belästigung inklusive. Na dann, Mann, los, du. Oh, einverstanden. Ich kümmere mich drum. Ich bin ein Pirat. Ich so hasse dich. Du kannst deinen Krempel nicht mit zur Insel nehmen. Am besten lässt ihn bei mir. Keine Angst, Süße. Das meiste ist sicher noch da, wenn du zurückkommst. Oh. Jojo, dann wird der Anker gelichtet. Ich hoffe, du bist safe-fest. Ich hab doch gar nichts dabei gehabt. Hopp, plopp. Schildkrötenpower. Mit den gruseligsten Liedern dieses Planeten. My honey is over the ocean. My honey is over the sea. Oh, ihr Minions, geht das wieder los. Hoffe doch. Ich bin für dich da, wenn du meine dicke Umarmung brauchst. D-
Der Turtle macht mir doch immer so ein kleines bisschen Angst. Oh, Leute in Sicht. Ja, Captain, mein Captain. Oh, hier scheint die Sonne. Das ist schön. Ein sonniger Strandspaziergang im Safari-Look. Wir haben noch gar nicht alle Abenteuer hier gemacht. Ah, schön. Der Strohhut ist ja toll. Die Lampe da ist auch toll. Haben wir eigentlich schon irgendwelche Marken gesammelt? Ich weiß es gar nicht. Du siehst den Strohhut und für nur 15 Medaillen würde es dein Strohhut sein. Oh, so viel habe ich leider nicht. Schon verstanden, Kleine. Kennst dich an allen exotischen Sachen, wo ich so ziehen. Oh, die Kleine will dann wieder Sachen verkaufen, du siehst. Entschuldigung. Erstmal gehen wir hier raus an die frische Luft. Und holen uns dann wieder von unserem komischen, kleinen, durchgeknallten Bubble-Freund. Hey, die ausleihen, die ausleihen, die ausleihen. Oh. Herzlich willkommen. Ich wollte eine ganze Reihe an tolle Sachen. Ja, das ist super. Das ist ausleihen. Das mehr brauche ich gar nicht. Ja, 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 alles. Tauchen können, ausgraben können, abpacken können, fangen können und angeln können. Das ist alles, was ich brauche. Ja, ja. Ja, ich weiß Bescheid. Kann man die Büsche mitnehmen? Jetzt reicht's mir. Jetzt hack ich da mit der Axt drauf. Ich will so einen blöden Busch zu Hause haben. Kann man denn... Ich will einen Busch. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Das google ich jetzt. Kann doch nicht wahr sein. Animal Crossing New Leaf. Busch. Büsche. So. Ach, kaufen. Und dann auch irgendwann mal in der Gärtnerei. Okay. Aber im Inselshop gibt es aktuell noch gar keine Büsche. Naja, gut. Dann muss ich damit leben, dass ich das halt nicht kann. Und sammeln wie ein paar Bananas. Weil es möglich ist. Oh, ich finde die Bewachsung an dem Haus voll schön. Sowas will ich auch an meinem Haus haben. Kann man irgendwie den Gartenzaun bei seinem Haus wegmachen? Ich finde, es sieht schöner aus, wenn das Haus nicht von so einem riesengroßen Gartenzaun umsäumt ist. Ich nehme erstmal alle Bananas. All the bananas for me. Banane. In Pyjama. Dun, 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 lustig anzusehen. Mit der Musik im Hintergrund wird das Melodielied nicht gehen. Ach ja, Bananas in Pyjamas. Mein Gott, das habe ich als Kind tatsächlich geguckt. Gut, ich war kein Kind mehr, als das im Fernsehen lief. Sagen wir einfach, ich habe es tatsächlich geguckt. Ich mache es auch nicht weniger peinlich. Da ist ein Kiefer am Baum. Nein, keine Axt. Boah, bin ich inkompetent. Boah, bin ich inkompetent. Ha, aber dich habe ich gefangen. Ein Märchenfalter. Knallorange, soll das etwa eine Tarnung sein? Ja, voll unglaublich hier. Zack. Im Inselshop kann ich die, aber ich habe keine Büsche im Inselshop gesehen. Oder habt ihr im Inselshop schon Büsche gesehen und ich habe wieder den Buschi übersehen? So ein Talent für sowas. Erstmal wird hier alles geerntet. Ah, wenn wir schon dabei sind. Klar, die Fische hier bringen natürlich auch verdammt viel Geld, aber was man hier erstmal hat an Früchten, hat man. Die nehmen nicht so viel Platz weg. Und die packen wir dann wieder in unseren Korb, den wir immer noch nicht komplett ausgeleert haben. Und, dann... Nein, nein, nein. Achso, das geht nicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nur noch 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay, dann stecke ich das schon mal und das miteinander. Ja, also ich möchte unbedingt halt noch eins von diesen Abenteuern machen. Also man ist ja dann zwar immer irgendwie auf so einer merkwürdigen Insel, die eigentlich fast aussieht wie die eigene Insel, aber ist halt cool, wenn man dann irgendwelche Wettbewerber mitmacht, wo man was fangen kann. Oh, nee, nee. Hä? Ist der schnell? Nein, 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 er ist ins Wasser gesprungen. Er hat sich umgebracht. Ich hätte mich an den Rand schleichen müssen. Ich will auch Hibiskusblüten haben. Ah! Dich habe ich nicht gesehen. Du sahst so schön aus. Ja, so einen lähmen Schmetterling fangen kann ja jeder.
Nein, er hat mich auch gesehen. Jetzt habe ich ihn ganz verschreckt, oder? Ja. Ich bin wirklich ein riesengroßes Trampeltier. Nee, wie gesagt, Schmetterlinge fangen kann ja jeder. Tja, das kann nicht wahr sein. Hör mal auf, so hyperaktiv davon zu laufen. Ha! Jetzt habe ich dich aber. Oh, das ist eine Strandasse. Sie ist in meinem Kescher gestrandet. Am besten trage ich diesen Fang in mein Fangbuch ein. Ich hatte noch keine. Cool. Hier noch irgendwas Neues sonst? Nö. Gut, dann gehe ich aber erstmal wieder hier rein, lege die Sachen ab und dann machen wir noch ein kleines Strandinselparadies-Abenteuer. Dingskirchengedöns. Hier war mein Korb. Depotkiste. Depotkiste. Oh. Moment. Ich kann das gerade nicht. Na, dann setze ich die tatsächlich einzeln da rein. Kompetenter Mensch. Da sind tatsächlich noch Sachen drin. Aber nicht viele. Das ist in Ordnung. Ha, wie das bin ich denn da? Hallo, Honey. Willst du dich für einen Ausflug anmelden oder mit dem Boot zurück nach Pilsdorf? Ausflug, Ausflug, Ausflug. Ja, gute Wahl, meine Liebe. Wo soll's denn hingehen? Anfänger verstecken, Langfisch angeln, Anfängerfossilien suchen. Klingt gut. 10 Minuten? 6 Minuten? 5 bis 8 Minuten. Das mit dem Verstecken spielen, das kann ich ja nicht so gut. Anfänger. Dann können wir das mit der Fossiliensuche machen. Aber dann erst im nächsten Part, weil sonst dauert das jetzt wieder alles zu lange. Bis zum nächsten Mal.